Hallo YouTubies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Witcher. Es macht Spaß. Yeah, yeah, come on, Witcher, Witcher-Style. Nein. Und während da vorne komischerweise Abigail als Hexe um einen Topf in einer Höhle, wo ich Salamandra warte, steht, was ich überhaupt nicht verdächtig finde, freue ich mich darauf, dass ich Schwalbe getrunken habe und der Trank hier mittlerweile verschwendet wird. Und das ist die dritte Folge am Stück, die ich mit OBS aufnehme und mit dem neuen Mikro. Und von dem kleinen Java-Update-Problem abgesehen in der vorletzten Folge, scheint es gut zu laufen. Die Aufnahmen sehen teilweise verwaschen aus. Bei gleicher Qualität mit Fraps sind sie da besser, aber... Na gut, dafür läuft das hier alles viel flüssiger. Kein Ruckeln und so, und das solltet euch ja auch erfreuen. Feuerstelle und Seewandpilze, die will ich auch noch haben. Geh ich doch erstmal hier hin. Weil Seewandpilze. Vitriol und Rubin. Ich weiß gar nicht, wozu die ganzen Zutaten sind, das habe ich mir gemerkt, aber das werde ich wahrscheinlich noch lernen in den nächsten 150 Folgen, wie das hier noch dauern wird. Hallo? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Okay. Das ist nett. Warum seid ihr hierher gekommen? Naja, dann gehe ich mal weiter, ne? Korridor. Mal sehen, was es hier gibt. Nix. Hier gibt es offensichtlich nichts für mich. Ich bin vollkommen sinnlos in diese Höhle gegangen. Warum seid ihr angekommen? Okay, dann eben nicht. Tragisch-mystische Musik. Hier ist echt nichts. Nö, dann gehen wir wieder und gucken uns das Versteck der Salamander an. Das wir ja auch schon geplündert hatten, weil sonst hätte man den komischen Schlüssel ja nicht. Das Zeichen, das Amulett. Wo ist es? Ja. Frage ist, was nun? Ja, die Frage ist... Ja, okay, ich muss da raus. Das ist mir auch klar. Na gut, dann nochmal raus. Und wohin muss ich denn jetzt nur? Vollkommen sonst meinen Trank getrunken. Ich hasse sowas. So, Karte. Kreis der Elemente, Ort der Macht. Das Dumme ist bloß, ich war in der... Sag mir nicht, dass das der eine Leichnam ist, der jetzt außerhalb des... der komischen... In-House-Level-Dings da gespawnt ist. Gestorben ist. An den ich nicht mehr rankomme, dann habe ich ein Problem. Gut, hab ich's. Was sollen wir an solchen Stellen bloß machen? Krähen auf, hey, ätzend. Ist ja unautypisch. So. Aus dem Fass. Dann gehen wir eben erstmal ins Fass. Und nehmen alles mit, was hier nicht nied- und nagelfest ist. So, hier war ich schon. Aber ich gehe trotzdem nochmal rein. Vielleicht ändert sich ja am halbverzerrten Leichnam was. Nein. Der hat auch nichts zu sagen, der Geralt. Also wieder rüber ins nächste Haus. Irritiert mich jetzt schon das Ganze. Tja, was nun? Wir gehen zurück zu Dingsterbumster, Shani. Und hoffen, dass das was bringt, weil sonst laufe ich mir hier sinnlos einen Ast ab. Ich meine, ich habe die Salamandra getötet. Insofern Friede, Freude, Eierkuchen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende oder so. Ich mag diese Witch-Atmosphäre. So richtig schön gemütlich. Richtig schön, Nash. Was? Wieso ist hier eigentlich ein leerstehendes Haus? Was? Balissa? Wer oder was ist Balissa? Ist das ein Kraut, das ich sammeln kann? Meine Güte, du bist aber schon länger hier. Entschuldigung. Ich will nicht pietätlos sein, aber da liegt einer. So, wer oder was? Ich will das jetzt wissen. Was ist Balissa? Das kann ich noch nicht. Balissa, ein bisschen Schellkraut mit auf dem Weg. Balissa ist ein Kraut, das ich noch nicht kenne. Quebrit und Rubedo. Egal, wir nehmen's.
Wir freuen uns drüber. Dann gehen wir hier hin, weil ich muss jetzt zum Gasthaus. Und das ist da. Und wehe, Shani sagt jetzt, kümmere dich um die Salamandra. Dann drehe ich hier am Rad. Was macht eigentlich Twitter? Gottes Willen, 6 Nachrichten. Ich hasse sowas. Und 2 davon sind mit halt fasziniert. Vom UWAP. Ja, warum überrascht mich das nicht? Dass der immer so zuspammen muss. Kommt raus, liebe Leute. Kommt schon. Chani, sag mir jetzt auf der Stelle, dass es hier was Interessantes gibt. Schnell, Geralt. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Die Stadttore sind am Ende der Straße. Ja, dann steh auf. Schnell, Geralt. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Die Stadttore sind am Ende der Straße. Also manchmal... Muss ich jetzt Berengar finden oder was? Na gut, wenn du hier rumsitzen willst, ist mir das egal. Oder habe ich dich jetzt im Inventar oder so? So, nochmal. Wohin? Map. Puh. Okay, dann nochmal J. Ich hasse sowas. Ja, verfolgen beenden und aktive Karte aufklicken. Ja, mir ist schon klar, dass ich da rein muss, aber wie? Ach, was soll's. Dann wandern wir halt mal wieder eine Runde. Zur Not schneide ich das alles zurecht, weil das muss ich euch dann doch nicht antun. Was ist der schnellste Weg? Rechts rum, geht lang. Ich liebe sowas wirklich von ganzem Herzen. Ja, echt, ich bin großer Fan von vollkommen sinnlos durch die Gegend rennen. Na, guckt mal, Schellkraut, das habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Oh. Irgendwo noch ein paar Hühner hoch, ein paar Gänse. Einfach, weil ich es kann. Ignorieren Schellkraut. Yep. Und immer geradeaus weiter. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Gruft, Gruft, Ort der Macht, alles unwichtig. Vielleicht bin ich auch bei dem Eden einfach bloß zu frühzeitig gewesen. Bei dem zwischenangreifenden Salamanderwachen vor dem Gebäude. Fragen über Fragen. Schellkraut. Das ist die Lösung. Wenn nicht, haben wir noch weiße Myrte. Schon wieder. Ich laufe da schon wieder in die falsche Richtung, oder? Ach, das ist ja, warum alles gleich aussehen muss. Der Kompass auf der Karte hilft mir doch nicht weiter, weil er zeigt nach Westen an, während ich... Ja. Okay, haut's rein. Ausnahmsweise. Vielleicht sollte ich mich doch da oben orientieren. Guck mal, weiße Myrte. Nieswurz habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Schön, so ein Zwergaffe hier. Berberrohr kenne ich auch noch nicht. Wer damit? Was ich nicht kenne, wird eingesammelt. Äther und Erwähnung. Da haben wir das nicht schon, Berberrohr. Gibt es nochmal Berberrohr? Noch mehr Vögel zum Aufschrecken? Was auch sonst? Jetzt sprechen wir mit der Startwache, sonst muss ich wieder zu der anderen. Lass mich ja hier rein, Miko, sonst kracht's. Das sag ich dir. Wenn ich die Salamandra für dich alle mache, erwarte ich dafür eine Gegenleistung. Das zeigst du mir ja eigentlich die ganze Zeit an. Achso, so ist nochmal die. Aber doch nicht so aggressiv. Startwache. Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Die Tore sind bis auf weiteres geschlossen.
Ich hasse sowas, ganz ehrlich. Und bevor ich mir jetzt erst laufe, bis gleich. So, Jutabis. Ratet mal, wer wieder da ist. Und ganz dezent bin ich jetzt Ewigkeiten rumgerannt. Habt schon wieder E-Sports eingesammelt und so. Das war in der Höhle mit der Salamandra, an der wir wieder sind. Ist jetzt oben an der Karte. Das wurde hier natürlich nicht mit eingeblendet. Oh, wie ich sowas hasse. So. Jetzt aber. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Ja, dann müssen wir den umlegen. Immer. Einer. Ja, das ist wohl klar, dass wir jetzt wieder in der Höhle rauskommen. Und unsere ganzen Tränke sind jetzt schon wieder nutzungslos. Kotzt mich an. So, weil das da vorne sind mit Sicherheit Salamandra. Waldkauz, Ausdauerregeneration. Zirmini. Schneesturm. Immer sowas hier. Und dann gehen wir mal keine Risiken ein, sondern ziehen gleich die Waffe. Und machen den hier. Einfach, weil ich es kann. So, auf sie mit Getümmel oder so ähnlich. Und der setzt die Waffe wieder weg. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javeds Überzeugungskraft. Wer? Wer ist Azar Javed? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Hexerchen? Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Staub. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Betonung mit, Tanz. Stopp und Gruppenspiel bei denen hier. Wow, die Typen sind noch gegen alles in mir hier, wa? Ja, kommen wir alle zugleich, da lohnt sich der Gruppenkampf hier wenigstens. Hier, ja, mir keine Angst an. Die Sache mit dem Ausweichtrank sollte ich vielleicht doch mal einsetzen. Ich glaube, die sind gleich alle gleichzeitig tot, ja, oder? Jupp, die anderen habe ich nebenbei getötet. Hi, Alvin. Wo ihr seid zu, ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Das fass ich nicht. Die opfern hier die Kinder. Dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Visima gebracht. Nach Visima. So. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir die nach. Sind doch alle korrupt in diesem Hof. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Wir vor allen Dingen. Klar, weg damit. Und nochmal Überreste. Überall Überreste. Ja, damit. Das müssen dieselben Überreste vom selben Kerl sein hier. Ja, sieht fast so aus. Deine kleine Axt interessiert nicht. Was haben wir denn hier? Blaubeeren. Nierenfett. Waldkauz. Hält Formel für Tränke. Dann werde ich mal kurz irgendwas zum... in mich hineinmampfen. Benutzen, während meine Gesundheit sich regeneriert. Danke. Dankeschön. Formeln, weiß auch nicht. Das brauche ich zwar jetzt eigentlich nicht mehr, aber... Dich hatte ich schon, ne? Ja. Ich meine, Kiste, Schatztruhe. Ein Totenschädel in der Luft schwebt. Lauter Ohren. Und noch ein Buch des Waldkauzes. Warum auch nicht? Feuersteine haben wir jetzt genug. Eine Fackel. Schaden 1-2.
Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht mit einer Fackel rumlaufen? Hammelbein interessiert mich. Blauer Meteorit. Oh, das klingt gut. Das will ich haben. Roter Schal. Was kann ich denn jetzt gerade so verzichten? Ja. Hier rüber. Ich will das hier rüberlegen. Oh, kann ich wieder nehmen. Okay. Wiedersehen. Meinetwegen auch so. Kiste auf. Danke. Mir völlig egal, wie viel ich kann oder nicht kann. Das streite ich hier. So, hier noch was? Nein, danke. Weiter. Dein Kessel interessiert ihn nicht. Kind, Kind, Kind. Hallo, Kinder. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Ah. Faszinierend. Ja, mit den Pilzen. Ist da noch irgendwas? Viel effektiver. Oh, das war interessant, hatte ich nicht. I've got the power. Aber sowas von. Genie, ist klar. Abigail, was für ein Zufall, dass ich dich hier sehe. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ach, und jetzt willst du mit mir auf einmal reden, oder wie? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Das ist ja wieder eine Auswahl. Naja gut, also ernsthaft überlegen. Sie hat Gift verkauft, aber mein Gott, für die Frau, die sich damit umbringen wollte, weil sie des Geistlichen Tochter ist und schwanger war und damit jetzt auch nicht unbedingt unschuldig, je nachdem, wie man die Perspektive... Also eigentlich finde ich die ganzen Dorfbewohner hier ein bisschen merkwürdig und da die kleine Kinder verhexeln, würde ich sagen, bin ich automatisch auf Abigails Seite und außerdem ist sie weiblich, das hat auch noch was damit zu tun. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Ist bestimmt ein Hexer. What the fucking hell ist das? Okay, keine weiteren Worte. Das ist jetzt eher nicht so mein Geschmack, aber lassen wir das. Okay. Haben wir noch irgendwas mit dir zu besprechen? Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet euch. Lass mich kurz durchatmen. Ich muss mal kurz durchatmen hier an der Stelle. Nekrophagenöl ist wozu? Nekrophagen. Brauche ich jetzt nicht. Brauchen wir alles nicht. Nee, danke. Ach, jetzt geht's nicht. Wo sind wir hier? Dann meditieren wir eben noch eine Stunde. Wie sieht's hier aus? Ja, ne? Ja.
Sieht immer noch verdächtig aus. Egal. In der nächsten Folge? Ja, in der nächsten Folge. Nee, wir schneiden das mal hier rein. Komm. Den Bonus gönne ich euch jetzt noch. Um zu sehen, was jetzt passiert. Verbrennt die Geliebte Aaron Brock. Teufels! Du bist der Erste, der brennt. Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Der soll muss sowieso sterben. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Guter Euer Punkt. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Gerade du, wa? Mieser Gauner. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Nicole vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Ich lösche jetzt den Mob aus, nein, das ist mir zu blöd. Ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und so ihr aus. Habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Danke, alle Geralt. Schuldig. So sieht's nämlich aus. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt. Darf ich daran erinnern, dass das ein Geistlicher ist? Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Endlich mal los, das ihr Spiel. Wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Jetzt bin ich gespannt. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Ne? Wollt ihr es nicht doch probieren? Ich würde euch nur zu gerne auslöschen. Echtes Highlight hier, hm?
Wow. Ach du Schande. Brennende Magess. Okay, stopp. Waffe ziehen. Bestie. Ne, super. Irgendwas sagt mir, dass wir hier besser vorbereitet sein müssen. Nimmst du überhaupt keinen Schaden, oder? Okay, das bringt so nichts. Stopp. Da müssen wir doch etwas strategischer rangehen. Was haben wir denn dafür? Schneesturm. Auf jeden Fall. Stopp. Und gleich noch ein Trank hinterher, weil wir brauchen was zur Regeneration. Mit Geistern zu. Jetzt nicht, weil wir vielleicht Ausdauer in der Zone bekommen. Ich muss Lunder tanken, das sind die nicht. Sehvermögen Dunkelheit gleich gar nicht. Ich fürchte, ich habe gerade echt nichts Brauchbares hier. Wow, das ist natürlich cool. Ja. Doof. Probenkampf bringt mehr und ich weiche hoffentlich. Wow, das ist ja echt merkwürdig hier. Wieso zum Teufel? Hallo? Darf ich mal fragen, was die hier mit mir gemacht haben? Irgendwas bekommt mir gerade nicht so ganz. Hallo? Hm. Ich kann nichts trinken, ich kann gar. Was ist denn das jetzt? Ja, weil nämlich was. Okay, ich würde sagen, den Kampf müssen wir beim nächsten Mal angehen. Bis dahin, was auch immer das jetzt gerade war. Xane out.